Mittlerweile hat sich der Freitaler Lauf in den Frühling zu einem wahren Volksfest entwickelt. Auch die 20. Ausgabe des vom Heinsberger Sportverein e.V. und Weißeritzpark veranstalteten Frühlingslaufs mit 1.125 teilnehmenden Läufern verdient diese Bezeichnung ohne Frage. Was zieht die Läufer am Sonntagmorgen nach Freital? Zum einen sicher die perfekte Organisation, ein ansprechendes Rahmenprogramm und zum anderen ist es der Lauf selbst. Der Rabenauer Grund ist wie geschaffen für den Lauf in den Frühling. Die malerische Strecke lädt förmlich dazu ein. Das Teilnehmerfeld war bunt gemischt. Der jüngste Teilnehmer zählte gerade mal 4 Jahre und der älteste 83 Jahre. Sie alle sind nicht nur zum Siegen nach Freital gekommen. Für die meisten heißt es, dabei sein ist alles. Und so gab mancher wirklich alles, um ins Ziel zu kommen. Natürlich gab es für die besten 3 Platzierungen auch die begehrten Medaillen und diverse Preise der Sponsoren. MDR-Sportreporter Gerd Zimmermann war wieder mit dabei und unterhielt die Läufer und Besucher mit seinen gewohnt lockeren Sprüchen. Gestartet wurde in den Kategorien 5 Kilometer Walking, 800 Meter Bambini-Lauf, 2 Kilometer und 5 Kilometer Lauf, 21,1 Kilometer Halbmarathon und der 10 Kilometer Lauf. Hier auf der Straße von der Rabenauer Mühle Richtung Rabenau war der Wendepunkt für die 10 Kilometer Strecke. Die Hälfte der Distanz liegt hinter den Teilnehmern. Manche sehen noch topfit aus, bei anderen haben die 5 Kilometer schon Spuren hinterlassen. Hier trifft unser Kameramann auch die 74-jährige Birgit Harz vom City-Laufverein Dresden. Noch bestens gelaunt ist sie unterwegs. Sie ist die älteste weibliche Teilnehmerin des 10-Kilometer-Laufs. Letztendlich kam sie mit einer Zeit von 1 Stunde, 9 Minuten und 58 Sekunden ins Ziel. Vor 20 Jahren starteten 87 Läufer beim ersten Lauf in den Frühling. Jetzt sind es weit über 1000 und ja, es stimmt, es herrscht Volksfeststimmung und das wird auch 2018 im Mai so sein, beim 21. Lauf in den Frühling.